David Lassar von der FPÖ ist an Bord. Meine Damen und Herren, vielleicht noch einige Worte zum Abkommen bezüglich zwischen Österreich und der Schweiz betreffend grenzüberschreitende Sicherung des Luftraums. Vielleicht einige Details noch dazu. Im Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Schweizer Eidgenossenschaft wird im Zusammenhang im Bereich der grenzüberschreitenden Sicherung des Luftraums gegen nicht militärische Bedrohung aus der Luft geregelt. Was bedeutet das vor allem im Detail? Und warum ist auch dieses Abkommen notwendig? Grundsätzlich ist es so, wenn sich zivile Luftfahrzeuge im österreichischen bzw. im Schweizer Luftraum befinden und die Überwachungsstelle, die Austro Control, den Funkkontakt zu dem Flugzeug verliert und diesen auch nicht rasch wiederherstellen kann, steht der Verdacht des rechtswidrigen Aufenthalts des Luftfahrzeuges im Raum. Hier müssen dann militärische Fliegerkräfte zum Einsatz kommen, die eine Kontaktaufnahme zum verdächtigen Luftfahrzeug durchführen und dieses auch dann begleiten müssten. Aber in diesem Fall müssen sie auch vor der Grenze abdrehen, weil sie bis jetzt nicht in den anderen Luftraum eindringen dürfen, also das heißt, die Österreicher nicht in den Schweizer Luftraum und umgekehrt auch. Und das war nicht sehr sinnvoll, weil natürlich durch das dieses Luftfahrzeug, das hier nicht identifiziert worden ist, genau plötzlich weg ist, bis eben die gegenständliche Abwehr dann kommt und dieses Flugzeug in der Luft vielleicht übernehmen kann. Jetzt ist es so mit den neuen Abkommen, das heißt, die Österreicher dürfen in den Schweizer Luftraum einfliegen und die Schweizer auch in den österreichischen Luftraum. Das heißt, man kann in der Luft dann das Fahrzeug, das nicht identifiziert worden ist, übergeben. Und ich glaube, das ist zur Sicherheit für alle und für Österreich sowie auch für die Schweiz. Und ich denke, diese Regelung sollten wir mit anderen Staaten, wie auch zum Beispiel für Deutschland, regeln. Es hat auch diesbezüglich schon Gespräche im Frühjahr 2018 gegeben. Und ich denke, es ist ein sehr, sehr sinnvoller Akt, den wir hier heute, oder ein Vertrag, den wir heute hier beschließen. Und es wäre auch wichtig, dass wir auch das mit anderen Ländern beschließen. Ich danke Ihnen. Über Details zur Luftraumüberwachung hat David Lassar von der FPÖ gesprochen.